Ich bin hier in der heilpädagogischen Tagesstätte Villa Fröhlich vom Kinderzentrum in Augsburg. Ich mache Bundesfreiwilligendienst, das bedeutet, ich bin hier ein Jahr, 12 Monate, und meine Hauptaufgabe ist, meine 2 Kolleginnen im Alltag zu unterstützen. Besonders Spaß macht mir einfach die Arbeit mit den Kindern, dass ich hier auch so viel von den Kindern lernen kann und mitnehmen kann. Das macht mir ganz besonders viel Spaß. Nach meinem Abitur konnte ich mir eben nicht vorstellen, direkt mit meinem Studium anzufangen, und deswegen wollte ich noch ein Jahr Pause machen. Ein Jahr, in dem ich mir nochmal überlegen kann, was will ich überhaupt studieren, wie soll meine Zukunft aussehen. Aber auch ein Jahr, in dem ich schon mal ein bisschen Geld verdienen kann, ein bisschen was wegsparen kann und nebenbei noch was Sinnvolles machen kann. An der KJF finde ich besonders, dass sie eben so viele verschiedene Bereiche abdecken. Einerseits natürlich das Medizinische, also ein paar Reha-Kliniken gehören zur KJF und eben auch das Josephinum, das hier in Augsburg ist. Andererseits haben die aber auch viele soziale Einrichtungen, wie zum Beispiel das Friedrichsche Kinderzentrum. Die Kinder, die geben das ja einem auch richtig zurück, und es ist dann schon schön, wenn man das dann sieht, dass es auch gut ist, was man hier macht und dass man hier richtig ist.